Ahoi, da was geht ab, Leute, Hunger? Es ist? Oh mein Gott, welcher Tag ist heute überhaupt? Dienstag. Es ist Dienstagmorgen. Okay, jetzt ist Vormittag. Event wurde verlängert. Laut Niantic, ich blende es hier ein. Um 72 Stunden. Sprich, heute könnt ihr noch farmen. Event ausnutzen. Mittwoch und dann Donnerstag. Und dann von Donnerstag auf Freitag, 2 Uhr Nacht, müsste das Event zu Ende sein. Das heißt, 3 weitere Tage. Die Eskalation geht weiter. Ist richtig leiden für mich. Keine Ahnung, wieso Niantic das immer verlängert, anstatt dass die gleich sagen, okay, wir machen es 5 Tage, 7 Tage, egal. Weil da kann man halt viel besser planen. Manche nehmen sich Urlaub oder so. Und man kann halt einplanen, wohin man geht. Keine Ahnung, Nester abchecken, Raids machen, EPs machen. Und dadurch, dass die es halt immer so kurzfristig verlängern, kann man gar nicht richtig planen. Ich habe jetzt bin jetzt zwei Tage richtig eskaliert, weil ich dachte, das ist eben nur 2 Tage. Ich dachte halt, das ist ein Sprint und jetzt ist es halt ein Marathon und ich habe nicht mehr genug Ausdauer, also ich leide wirklich. Gestern beim Entwickeln eingepennt, also ich dachte, es geht bis 2. Hab bis 12 Uhr noch gefarmt und dann bin ich weggepennt. Hab jetzt 3,5 Millionen in den letzten 2 Tagen gemacht. Ich könnte noch 2 Entwicklungssessions machen, sprich eigentlich so 3,8. Ist krass, das sind fast 2 Millionen pro Tag. Bisher keine Softbands, sehr, sehr überraschend. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, ob die weg sind, ob die erhöht wurden wegen dem Event. Ich hoffe, das bleibt so für die nächsten 3 Tage. Obwohl ich die nächsten 3 Tage nicht so viel zocken werde. Also nicht mehr so viel wie gerade die letzten 2 Tage. So, heute muss ich mich auf jeden Fall ausruhen, ein paar Sachen erledigen. Später habe ich noch ein paar Termine und habe eigentlich auch schon eine Menge erledigt. Aber, was wollte ich sagen? Ich hatte ursprünglich echt nicht geplant, so viele EP zu machen. Und Spieletrend hat sogar unten kommentiert, kleiner Scherz von ihm und Shoutout an ihn, dass ich 40 Millionen beim Event schaffen werde. Das war am Anfang noch ein Scherz, aber jetzt ist es nicht unmöglich eigentlich. Wenn ich heute durchzocken würde, also jeden Tag 2 Millionen, ich habe jetzt 34, sprich 6 noch, 3 Tage geht das Event noch, jeden Tag 2, wäre möglich. Aber leider muss ich heute echt Kräfte tanken, also an alle meine Konkurrenten da draußen, keine Sorge. Heute wird erstmal gechillt, aber die nächsten 2, da gehe ich auf jeden Fall nochmal ab. Am Anfang wollte ich nur schauen, wie viel ich so schaffe. Für mich selber ein bisschen Staub sammeln, ein paar Bonbons und so und dann ein bisschen EP. Aber irgendwie kenne ich zu viele verrückte Leute und irgendwie entstehen dann da immer irgendwelche Battles und Herausforderungen. Ein Kollege aus der Schweiz hat mir geschrieben, direkt am ersten Tag, Digga, lass mal Screenshots machen und dann vergleichen, wer am Ende mehr EP gemacht hat. Shoutout an dich, er hat direkt nach dem ersten Tag aufgegeben, also keine Konkurrenz. Aber das Krasse ist, er holt dann bei Nicht-Events wieder auf. Also da schwäche ich dann immer und dann holt er da immer richtig krass auf. Da hatte ich am ersten Tag, also er hatte am ersten Tag 1,5, 1,6 Millionen gemacht. Und ich hatte da 2 bis 2,2 Millionen gemacht. Und dann am nächsten Tag, war ja Montag, also da mussten die meisten arbeiten. Ich konnte das doch halbwegs ausnutzen. Obwohl Regen war, sprich Bordeaux, Module und sowas ging eher nicht. Aber dafür viel geklickert, Klickertour. Und ein kleiner Tipp von mir, also das wissen wahrscheinlich eh die meisten, aber neue Pokestops bringen ja 250 EP und mit Doppel-EP-Event 500 und Glück sei drauf noch 1000 pro neuen Pokestop, was halt richtig krass ist. Wir sind halt in neue Gebiete gefahren und haben die abgeklappert und richtig krass EP gefarmt, nebenbei noch die ganzen Spawns, die erhöht wurden, also das ist richtig krass. Dorfspieler, tut mir leid, ihr mit euren wenigen Stops und Arenen müsst richtig leiden. Apropos Leiden, also beim letzten Video und einem der letzten Videos über die Legendären habe ich ja gefragt, wie es mit den Dorfspielern aussieht und da mussten viele, was heißt viele, also fast alle haben da geschrieben, wie hart die leiden, also tut mir echt leid, ich kann da leider auch nichts machen, hoffentlich denkt Niantic mal an irgendeine Lösung oder so. Ansonsten Raids, wie immer, also ich habe bisher immer noch nur die 2, einmal Arktos, einmal Lugia. Hab noch einen gemacht gestern, den freien halt. Ist mir aber entkommen, also sehr schwierig. Aber gibt viel EP und auch viele TMs und sowas. Also Belohnungen sind top. Ansonsten jetzt die nächsten 3 Tage Event kann man noch ausnutzen. Nester lohnt sich auf jeden Fall. Ich war gestern ganz kurz im Hollow Nest. Ich habe 500 Bonbons gemacht oder so in einer Stunde, 1,5 Stunden maximal. Wir hatten halt noch den Raid dazwischen, also das hat es noch hinausgezögert. Aber ansonsten echt nur kurz da drin gewesen und 500 Macholo Bonbons gemacht, also Macholo mit Event, 6 Bonbons, mit gelber Berge 12 Bonbons, verschicken 14 Bonbons pro Macholo, was halt richtig krass ist.
Theoretisch Scanner-Tour wäre auch richtig krass eigentlich. Aber ihr wisst, Scanner läuft eh nicht und das Interesse an den Pokémon ist krass gesunken. Also 12 Bonbons pro Dratini ist eigentlich richtig krass. Sogar Relaxo, aber wen ist Relaxo leider noch. Aber theoretisch wäre es richtig krass. Kilometer auch richtig krass. Ich bin jetzt endlich mit meinem Voltilam gegangen. Ist so stark reduziert. Eier hau ich alles raus. Da habe ich auch ein paar 10 Kilometer Eier. Werde ich vielleicht jetzt hier einblenden. Also die ganzen EP, die man damit macht und Bonbons und man muss halt so wenig laufen. Also das Event ist so krass, was sich da alles zusammen häuft. Ah ja, übrigens habe ich einen Ampharos gefangen. Also das war eines der wenigen Highlights, Fang-Highlights während des Events mit erhöhten Bonbons. Bei Entwicklung ist es halt nicht Doppelbonbon. Da ist es immer plus 3, sprich zweite Entwicklung ist ja 5 Bonbons. Und da ist halt nicht Doppelbonbon, es bringt ja nicht 10, sondern 8, 5 plus 3. Mit Gelber Berge wären das dann 16. Und Endentwicklung sind normal 10 Bonbons. Und die sind jetzt nicht 20, sondern 10 plus 3, also 13. Mit Gelber Berge 26. Sprich, Ampharos 26, nochmal verschickt 28 Bonbons. Das wären normalerweise 140 Kilometer. Mit einem Fang gespart, also richtig krass. Also demnächst 98% Voltilam Level 30 entwickelt und gepusht und gemaxt. So, ich habe das Video gerade beendet, aber mir sind noch ein paar Sachen eingefallen, über die ich reden will oder kurz erwähnen will. Zwecks Nester zum Beispiel, also es lohnt sich nicht nur, weil Doppelbonbon. Mit Gelber Berge ist es sozusagen so viermal sogar. Aber die Spawnrate ist auch erhöht und das zählt auch für die Nester. Moment, ich glaube, ich kann euch das mal zeigen. Ja, okay. Es sieht jetzt nicht so heftig aus, aber beim letzten Mal, wo ich drauf geschaut habe, sah es richtig krass aus. Also auf jeden Fall Nester, erhöhtes Spawnrate, erhöhtes Nest-Pokémon auch. Also dementsprechend, das lohnt sich auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob ich irgendjemanden finde, der Bock auf Kleinstein-Nest noch hat. Weil ihr wisst, Golem bester Angreifer gegen die legendären Vögel. Und da kann man auf jeden Fall sehr viele Bonbons immer gut gebrauchen. Und vor allem jetzt beim Event, da muss man echt nur eine kurze Zeit dort verbringen. Das war's, glaube ich, auch schon. Echt nur ein kurzes Update-Video. Event wird verlängert. Schreibt unten in die Kommentare, wie hart ihr das Event ausgenutzt habt. Ich habe einen Kollegen, Felix, der ist auf Level 38 gestiegen und viele, die haben jetzt endlich die 40 geknackt. Also da geht auf jeden Fall einiges. Viele von euch, habe ich auch mitbekommen, nutzen das Event noch aus für EP, für Bonbons, für Staub. Also das geht echt ab. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet, allgemein. Und ob ihr das jetzt noch ausnutzen werdet. Ich meine, es ist werktags, die meisten müssen wahrscheinlich arbeiten. Obwohl, ich habe viele junge Zuschauer, also könnt ihr das Event noch ohne Probleme ausnutzen. Ansonsten natürlich, wie viel EP ihr gemacht habt, wie viele Level seid ihr aufgestiegen, was findet ihr am besten. Habt ihr Nest abgecheckt? Hat sich das für euch gelohnt? Und ansonsten natürlich, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.